Zero. Hallo und herzlich willkommen zu Portal 2. Ja, das soll ich viel sagen. Außer nach dem ersten Teil dachte ich mir, komm, nehmen wir den zweiten auch nochmal dran. Deswegen Einzelspieler und neues Spiel. Ja, der Höflichkeitsbesuch starten. So, ja. Also, ja, ich will gar nicht mal zu viel verraten. Ich kann nur sagen, man kann sich hier auf eine Menge Spaß gefasst machen und auf eine wirklich sehr gute Story. Wenn dieser tolle Ladebildschirm schon sehr viel verspricht. Wenn es lädt und lädt. Oh. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Schöne Sache. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Teppich. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Yay. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Man beachte diese schöne Landschaft. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Okay. Hey. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Na gut. Legen wir uns mal schlafen. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wie möchten Sie darüber informieren? Wow. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen. Hallo? Du siehst furchtbar gut aus. Nein, wirklich, du ganz auch. Bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hol uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Ach Quatsch, festhalten ist das Pussis. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Jo. Hallo? Ist noch hier noch was drin? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Hat er mich jetzt irgendwie als geistig behindert dargestellt? Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Nach. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Jetzt würde ich mich doch gerne festhalten. Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ja, passt. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Ein kleiner Zusammenstoß. Kleiner. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen.
Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und ja, so. Ja. Kann ich denn okay, auch? Wir sind fast da. Nee. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Ja, ich bin bereit. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Ach so, ich suche ihn. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber... Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Ja, was? So, okay, was haben wir denn zuerst hier? Würfelkopf, alles klar. So, ich glaube, ich muss nicht mehr so viel erklären für die Leute, die Portal 1 gesehen haben. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. So, man sieht auch hier schon die Grafik natürlich deutlich detailreicher als bei Portal 1. Ja, aber das ist nicht nur eine der super Neuerungen. Ja, die Ladebildschirme, die sind natürlich auch, deutlich besser geworden. Nicht mehr dieses einfache Ladedaten. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabfällt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. So, wie war das denn? Ich kann hier ein Portal schaffen. Da ist das zweite. Okay. In dem Fall nehme ich mir den mal mit. Und kriege hier jetzt eins. Setz den da ab. Und kreiere in dem Fall hier eins. Gut. So. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Okay, ich brauche einen Stift und einen Block. Habt ihr hier? Nein. Dann notiere ich mir halt nichts. So, habt ihr jetzt davon? Los, weiter. Das. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Ach ja, ich liebe den Humor einfach. Und nochmal. Batz. Herrlich. So. Weiter geht's. Hier durch. Schade. Nochmal? Nö. Geht gar nicht. Na bitte! Geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ja. Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich.
wenn du nicht tust. Shell. Damit Portalkanone. Sie. Und sie gegen Gladys. Gladys ihren Kuchen anbietet. Und der Würfel. Ja, das sieht nach Tod und Verderben aus. Ich glaube, das war jetzt Gladys die ganze Anlage, ja, mit diesem Neurotoxin gefüllt hat. Mann, Mann, das ist wahrscheinlich der Red Man. Ja, denke ich mal. Okay, also hier durch. So, und hier hoch. Und weiter geht's. Ah, mein Drehstuhl. Danke. Man weiß nie, wann man ihn gebrauchen kann. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Nur nicht anschauen müssen. So. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Okay. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Wie ich diese ganzen Details hier feiere, das ist, herrlich. Das ist toll. Sogar mit Aperture-Logo beim Aufzug. Herrlich. Ja. So. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Herrlich. Oh. Unfair. So, in dem Fall. Blöpp. So, wo kam der denn jetzt? Ach, da kam er raus. Sehr gut. So, und jetzt laufe ich doch nicht bis davor. So weit kommt's noch. Und weiter geht's. Erstmal. Tschüss. Ah, das war jetzt sehr gut. So. So. Danke, Würfel. Und du gehst dahin. So, Nummer 1. Nummer 2. Und zack. Und du gehst dahin. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Das war ich nicht. Nee, das war die Scheibe. Okay, meiner. Was haben wir denn hier? Anwesen. Was? Viele kleine Faust? Hä? Ja. Katze. Okay. Ja. Ich sag mal nichts dazu. Kann ich hier? Kann ich hier? Und jetzt? Hier. Okay. Komm. Die haben da hinten immer noch getanzt. So. Und weiter geht's. Wird das Enrichment Center mit Feuerwellen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. So, Würfel. Würfel auf Knopf. Nicht Würfel auf Kopf. Knopf, nicht Kopf. Und, wir können wieder trinken. Böse, böse. So, jetzt sind wir erstmal in der Test-Area hier. Da können wir springen. Also dieses Let's Play ist mehr oder weniger, man kann sagen, quasi blind, weil es ist schon
das geht nicht. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das Game zuletzt gespielt habe. Schon wirklich lange. Okay, da geht das auf. Und der Knopf hierfür? Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe schon. Würfel runter. Würfel hier. So, dann haben wir unsere Treppe und... Damit geht das Tor. Okay. Und hier kriege ich einen zweiten Würfel. Was macht? Ah, das war... Das war ja mal einfach. Na dann, nehmen wir den mal mit. So. Trotzdem habe ich hier so rumgetrödelt. Sehr gut. Schlimmer. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv.